Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr bei Windows 7 den Start Orb unten ändern könnt. Als erstes benötigt ihr das Programm Start Orb Changer. Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Ganze geöffnet habt, drückt ihr auf Change. Und dann müsst ihr euch noch ein Start Buttons, also so ein Start Orbs herunterladen. Link dazu habe ich auch ein ganzes Megapack mit 150 Stück, also zum Download in der Videobeschreibung. Ich habe auch noch ein paar andere Packs. Moment. Ja, die kann ich jetzt hier nicht sehen, aber ich kann sie ja trotzdem in die Videobeschreibung packen. Dann wählt ihr euch eins aus. Ich wähle jetzt einfach mal hier das Superman Logo. Dann wird es hier schon angezeigt und der Explorer startet jetzt neu. Und wie wir hier jetzt sehen können, hat sich der Start Orb geändert. Hier meine ganzen Desktop-Icons könnt ihr jetzt mal ignorieren. Sind ja nicht so wichtig. Ja, es hat sich eben geändert. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und für mehr Videos könnt ihr mich abonnieren. Bis zum nächsten Video.